Jetzt einen Wiedehopf oder eine Feldlerche zu Gesicht zu bekommen, das hat schön langsam Seltenheitswert. Denn es gibt immer weniger Vögel in Österreich. Weniger werden vor allem Vögel, die auf Feldern oder Wiesen leben, also eben Wiedehopf oder die Feldlerche. Denn die Zahl der Brutpaare in landwirtschaftlichen Gebieten ist in 30 Jahren um fast ein Drittel gesunken. Was wäre der Frühling ohne Vogelgezwitscher am Morgen? Laut Beobachtungen europäischer Ornithologen könnte dieses bald deutlich weniger werden, vor allem in landwirtschaftlichen Gebieten. Also bei der Intensivierung der Landwirtschaft verlieren die Vögel ihre Lebensräume. Das heißt, Hecken gehen verloren, es gehen Brachflächen verloren und die Nahrung wird immer knapper. Kiebitz, Rebhuhn, Feldlerche, Wiedehopf und Braunkehlchen sind am meisten bedroht. Ihre Bestände sind in den letzten 20 Jahren um ein Drittel gesunken. In Oberösterreich sind in diesem Zeitraum sogar 90% aller Wiesenvögel verschwunden. Es ist so, dass gerade im Wiesenbereich durch die häufige Maat, durch die Überdüngung der Lebensraum einfach total arm geworden ist und viele Arten dort überhaupt nicht mehr vorkommen können und keine Nahrung finden und keine Brutplätze. Dazu kommen Unkraut- und Insektengifte. Sie haben die Bestände mancher Insektenarten, die den Vögeln als Nahrung dienen, um bis zu 90% eliminiert.